Namaste, Namaste, herzlich willkommen. Donnerstag, 20. Juli 2023. Schön, dass ihr bei uns auf dem Kanal Kaimi Report seid. Die Geschichte hinter der Geschichte. Und heute geht es wieder mal um Pinke Pinke oder um Zaster, nämlich bedingungsloses Grundeinkommen. Wo stehen wir? Und Anfang Juni 2023 gab The Guardian bekannt, dass gleich an zwei Orten in England, nämlich in Central Jarrow im Nordosten Englands und im East Finchley im Norden von London, das universelle Grundeinkommen getestet werden soll. In einem Pilotprogramm sollen 30 Teilnehmer zwei Jahre lang einen Pauschalbetrag von 1600 Pfund pro Monat erhalten, der an überhaupt keine Bedingungen geknüpft ist. Das Projekt dient dazu, die geistigen und körperlichen Auswirkungen der Teilnehmer auf das universelle Grundeinkommen bedingungslos zu analysieren. England steht aber damit nicht als Pionier da und schon gar nicht ganz alleine. Schon in Atlanta, den USA, also in Finnland, in Kenia und andernorts gab es ähnliche Experimente. Doch steckt hinter der Idee eines universellen Grundeinkommens tatsächlich die Ermöglichung eines finanziell unbestimmten Lebens oder zeichnet sich hinterher der Weg in die staatliche Abhängigkeit ab? Bereits dem Engländer Thomas More wird nachgesagt, dass er in seinem 1516, also vor über 500 Jahren, 600 Jahren sogar, erschienenen Werk Utopia für das universelle Grundeinkommen plädiert habe. Die Aussage trifft ja nur bedingt zu, denn in Wahrheit wollte er, Thomas More, dass die Armen sich ihren Unterhalt durch ihre eigene Arbeit sichern können. Also nicht, was wir jetzt zum Teil sehen, auch in Amerika, dass man noch einen zweiten, zum Teil einen dritten Job braucht, um überhaupt zu überleben. Dazu sollten sie statt einer Geldleistung vom Gemeinwesen ein Stück Land zur Verfügung gestellt bekommen. Die Notwendigkeit zur Bewirtschaftung des Landes bzw. zur Arbeit bestand allerdings nicht. Denn in Utopia waren alle lebensnotwendigen Güter ohnehin frei zugänglich. Das ist dann noch eine Stufe höher, meiner Meinung nach. Nach der Vorstellung des universellen Grundeinkommens, auch Universal Basic Income, UBI genannt, soll es kein Land und auch keine gemeinschaftlichen Güter geben, sondern eine garantierte Geldleistung, eben das bedingungslose Grundeinkommen. Dieses erfolgt nicht nur unabhängig vom Besitz der Person, sondern auch regelmäßig und bedingungslos. Angestoßen durch die Corona-Krise nimmt die Diskussion um UBI, bedingt durch den angeblichen Klimawandel, der darf nie fehlen, erneut verstärkt an Fahrt auf. Die Forschungsorganisation Autonomy, die sich auf die Bekämpfung des Klimawandels und die Zukunft der Arbeit und der Wirtschaftsplanung spezialisiert hat, pusht dieses bedingungslose Grundeinkommen. Konkret sagt der Forschungsdirektor von Autonomy, Will Strange, über das Pilotprogramm in England gegenüber The Guardian folgendes: Unsere Gesellschaft wird in den kommenden Jahren angesichts der Turbulenzen des Klimawandels, der technologischen Umwälzungen und des industriellen Wandels, die vor uns liegen, eine Art Grundeinkommen benötigen. Aus diesem Grunde ist es jetzt so wichtig, die Evidenzbasis und das öffentliche Engagement aufzubauen, damit der Boden für die nationale Umsetzung gut vorbereitet ist. Naja, damit argumentiert Strange wie die meisten Befürworter vom UBI, nämlich, dass es eine potenzielle Lösung für die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und entsprechende Turbulenzen sein könnte. Sind viele Arbeitsplätze bereits durch die Pandemie weggefallen, so sind zukünftig noch mehr Arbeitsplätze eventuell durch die vierte industrielle Revolution bedroht. Bereits auf dem World Government Summit 2017 in Dubai sagte Elon Musk,
dass es aufgrund der Automatisierung immer weniger Arbeitsplätze geben werde. Massenarbeitslosigkeit, das heißt die Übernahme von Jobs durch Roboter, werde daher eine gewaltige Herausforderung sein, die am Ende des Tages nur mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens gelöst werden könne. Damit steht Musk nicht alleine da. Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sich in einer 2017 bereits gehaltenen Rede an seiner ehemaligen Universität Harvard, ja, dort hat er tatsächlich studiert, für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen. Aber jetzt interessant ist die Ansatz oder die Herangehensweise von Musk versus Zuckerberg. Im Gegensatz zu Musk, der durch die Einführung eines universellen bedingungslosen Grundeinkommens befürchtet, dass sich viele Leute nutzlos vorkommen werden, da schlichtweg kein Bedarf mehr an ihre Arbeitskraft bestehe, auch das Selbstwertgefühl leide, sieht Zuckerberg darin die Möglichkeit, dass Menschen sich trauen, Unternehmen zu gründen. Und er sagt dazu: Ich kenne viele Leute, die ihre Träume nicht verfolgt haben, weil sie kein Polster hatten, das sie im Falle eines Scheiterns auffängt. Nun, man kann von Zuckerberg halten, was man will, aber ich finde, der Ansatz von Musk hat was, weil der Mensch, der Mann hat sich lange nur über den Job definiert, das ist auch nicht gut, aber der Mensch definiert sich auch tiefmenschlich darüber, dass er eben auch gebraucht wird. Also ich denke, man kann Musk nicht widersprechen, einfach. Aber auch der Ansatz von Zuckerberg, dass dann vielleicht, wenn so ein bisschen was reinkommt, dass die Menschen vielleicht mutiger werden, auch mal eine Idee umzusetzen. Allerdings frage ich mich schon natürlich letzten Endes, wie man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, nehmen wir mal die 1600 Pfund in England, wie man da ein Polster schaffen kann. Also wer mal in London war, auch wenn das sicher das teuerste ist in England, der weiß, wie weit 1600 Pfund überhaupt erst reichen. Also das ist mir nicht ganz klar, wie man da ein Polster anhäufen sollte. Das bedingungslose Einkommen könne den Menschen hingegen ein Polster bieten, um neue Dinge auszuprobieren. Wer finanziell für das UBI aufkommen soll, weiß Zuckerberg aber auch schon, nämlich reiche Leute wie er selbst. Da sind wir ja dann wieder bei den Philanthropen. Zu den Befürwortern des universellen Grundeinkommens gehört natürlich auch die Lobbyorganisation des Weltwirtschaftsforums. Die leitende Ökonomin bei der Weltbank, Leora Klapper, warb ebenfalls 2017 beim WEF für das UBI, dass dieses die Armut und die Einkommensungleichheit verringern würde. Daneben sei jedoch ein weiterer potenzieller Vorteil hervorzuheben, nämlich, dass die digitale UBI, also die Grundeinkommenszahlungen, Menschen in das Finanzsystem einbinden und ihre finanzielle Leistungsfähigkeit stärken würden. Das müsste mir die Leora bei einem Kaffee auch näher erklären. Sprich, Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, würden dazu gezwungen werden, ein Bankkonto zu eröffnen. Der Philanthrop Bill Gates umschreibt dies mit dem Begriff der finanziellen Inklusion und treibt diese mit der Bill und Melinda Gates Foundation vor allem in Indien voran. Hier konnte sich mit Aadhaar ein landesweites biometrisches Erkennungssystem etablieren, das die Ärmsten der Armen in das Finanzsystem integrieren sollte. Vordergründig sollte ihnen dadurch der Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen und zur Vergabe von Krediten ermöglicht werden. Hintergründig ging es allerdings laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Juli 2022 darum, möglichst allen Bürgern eine digitale Identität zu verpassen. Den Millionen von Kindern, die sich nicht bei Aadhaar registriert hatten, soll laut erneut Reuters der Zugang zu staatlichen Schulen verweigert worden sein in Indien. Dass die Einführung eines universellen Grundeinkommens, also aller Voraussicht nach, nicht bedingungslos sein wird, lässt ein Blick nach Indien bereits erahnen
Und auch der Makroökonom und Strategieberater Dr. Daniel Stettler mutmaßte bereits im April 2020 in seinem Artikel: Ungerecht, zu teuer, bedingungsloses Grundeinkommen führt in den Überwachungsstaat. Auf Focus Online sagt er, da muss ich schnell hochrutschen, tut mir leid, geh gleich weiter. So. Voilà. Also, er sagt, das bedingungslose Grundeinkommen wird bedingungslos beginnen. Aber man wird über die Zeit feststellen, dass es ziemlich teuer ist. Dann wird es zu Einschränkungen kommen. Zum Beispiel könnte man es für Kriminelle reduzieren oder für Menschen, die sich asozial verhalten, zum Beispiel kein Corona-Tracking-App herunterladen. Einige werden das ablehnen, viele werden es aber für eine berechtigte Maßnahme halten. Genauso kann man anderes Verhalten sanktionieren, vom Müll auf die Straße schmeißen bis zu irgendetwas. Warum sollte die Gesellschaft Leuten Geld geben, die sich nicht an die Regeln halten? Auch sehr provokative Aussagen von Daniel Stettler, dem Ökonomen. Wie recht Stettler aber mit dieser Einschätzung, Stelter mit dieser Einschätzung hat, zeigt ein Blick auf das kenianische UBI-Programm, welches von der US Organization Gift Directly finanziert wird. In dessen Führungsriege von Gift Directly sitzt zum Beispiel mit Jacqueline Föller, der Tech-Gigant Google an Bord, mit Rohit Wanchu, ein Mitarbeiter des Millennium-Projekts der Vereinten Nationen, United Nations, sowie mit Michael Fay, ein Young Global Leader und langjähriges Mitglied des Council of Foreign Relations, einem der wichtigsten Thinktanks in den Vereinigten Staaten von Amerika, um nur einige Verbindungen zur Machtelite aufzuzeigen. Finanziert wird Gift Directly unter anderem von der US-Behörde United States Agency for International Development, USAID genannt, das ist das Logo von denen, für Entwicklungszusammenarbeit sowie dem Global Innovation Fund, der wiederum sein Geld unter anderem von der Entwicklungshilfebehörden der USA, Großbritannien, Australien, aber auch der Bill und Melinda Gates Stiftung bezieht. Damit auch möglichst viele private Spendengelder bei Gift Directly eingehen, wird die Organisation von GiveWell auf Grundlagen eines Kostenwirksamkeitsanalyse beworben und kann dabei auf die Unterstützung der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley zählen. Das kenianische UBI-Programm kann man wohl folgendermaßen zusammenfassen: Die bisherigen Entwicklungshilfen sollen nun im Sinne der finanziellen Inklusion nach Gates auf digitale Ebene gebracht werden. In diesem Sinne sind dann auch die philanthropischen Ideen von Gates, Zuckerberg und dem WEF zu verstehen. Sie schwingen sich zu Entwicklungshelfern auf, indem sie schlichtweg dessen Organisationen massiv mit beeinflussen. Das indische ATHA-Programm macht das bereits vor, wie einfach es ist, diejenigen auszuschließen, die sich nicht digital erfassen lassen wollen. Alle anderen, die damit kein Problem haben, werden sprichwörtlich wahrscheinlich nicht mehr sehr viel besitzen, außer dem Grundeinkommen, da alles aus staatlichen Mitteln kommt, aber hoffentlich dennoch glücklich sein. Es darf also nicht verwundern, dass ausgerechnet Thomas Moores utopische Idee aufgegriffen und ins universale Grundeinkommen abgeändert wurden. Schließlich wurde Utopia von Thomas More 1516 bereits von kommunistischen Menschen wie Karl Marx und Lenin empfohlen, nein, sogar hochgelobt. Was dann auch noch die Frage wäre zu diesem Grundeinkommen: Gibt es denn da ein Verfalldatum? Also muss man das dann bis zum Ende des anderen Monats ausgegeben haben, weil es dann nicht mehr gültig ist? Das würde Zuckerberg widersprechen, da kann man definitiv nichts mehr sparen und kein Polster für eine eigene Unternehmensgründung anlegen. Oder ist das für immer haltbar?
und eben wie fest muss man sich daneben benehmen, muss man strafrechtlich verfolgt und verurteilt sein oder reicht es schon, wenn man vielleicht an einer Demo war oder einen unangenehmen Leserbrief oder ein komisches Video gemacht hat. Das wissen wir alles nicht. Das hat auch unser Faktenchecker Georg nicht herausgefunden. Aber ihr seht, 2017 ging das richtig los. Das geht nie sofort. Also außer bei Corona ging sehr vieles sofort. Aber das ist immer so ein bisschen, wie Juncker gesagt hat, wir machen zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Der Fabianismus immer in kleinen Portionen. Und jetzt läuft in England, in Kanada hat man eine große Studie gemacht unter dem Motto You have to say, also was ist eure Meinung? Und ja, also über diese digitale Zentralbankwährung kommt bei den kanadischen Bürgern so die ersten Auswertungen nicht wahnsinnig gut an, aber definitive Resultate sind ausstehend und ihr wisst ja, man kann Studien ja biegen, wie man will oder wie mein alter Chefarzt in Laufenburg ferner Micho gesagt hat, Marco, jede Studie lügt, es kommt nur darauf an, wer sie bezahlt hat. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommerabend. Morgen geht es weiter, auch wieder mit interessanten Dingen. Ihr wisst ja, es ist unser Pride Month, aber für starke Frauen und nicht minder starke Männer. Und da haben wir auch mal wieder was, ja, um euch etwas zu provozieren letzten Endes. Mein Name ist Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es werden und bleiben möchten. Saludos a todos, salizame, man sieht sich.